mein Name ist Hildegard Brüschle und wir tun jetzt Bagger. Ich bin ein Apfelkuchen. Ich habe so einen Haufen Klaräpfel im Garten. Ich weiß gar nicht mehr, wo nach damit. Und die müssen jetzt einfach weg. Das erste, was man tut für einen Apfelkuchen, ist natürlich Äpfelbrocken. Ist gar nicht so schwierig. Man nimmt den Äpfel und reißt ihn weg vom Baum. Das macht man so oft, bis man ein Kilo Äpfel hat. Hoppla. Manchmal, wenn der Ast mitkommt, ist es ein bisschen nicht so gut für den Baum. Aber mei, kann ja halt immer alles gut gegangen. Ist natürlich besser, wenn man keine Äpfel nimmt, wo schon Würmer drin sind. Vor allem für die Vegetarier. Manchmal ist es auch gar nicht so einfach. Aber schwäbische Hausfrauen sind ja doch gewohnt, dass man es nicht immer einfach hat. Oh, der ist nix. Also der ist nix. So. So, das misst lange. Das ist jetzt ungefähr 2 Pfund. Also 2 Pfund. Gut, jetzt gehen wir rein. Herzlich willkommen, hier ist immer noch Hildegard Brüschle, jetzt aber in der Küche. Also da ich ja zeitoptimierte Hausfrau bin, möchte ich jetzt als allererstes die Streusel machen, damit die nochmal kalt waren, damit wenn man die drauf tut, alle gleich zerfließt und drum stand jetzt die Äpfel der Hanna. Die müssen aber nur kurz warten. Für die Streusel braucht man eigentlich ein Mehl, da aber sehr viele Weizen-Algerier unterwegs sind, nehmen wir jetzt kein Mehl, sondern ein Kastanienmehl. So. Und startet das schwäbische Hausfrauengerät. Das sagt, ich muss erstmal 120 Gramm Butter meiden. Butter haben wir natürlich auch da, kein Problem. Pi mal Daumen weiß man natürlich genau, wie viel 120 Gramm sind. Wenn man das Papierle wegtut, schmeckt der Apfelkuchen ein bisschen feiner am Schluss. So, da ist ein Zipfel. Das sind 115 Gramm. Ja, als Metzgerei-Fachverkäuferin weiß man da Bescheid. So, Butter ist drin. 120 Gramm Zucker. Ups, jetzt sind es 150 Gramm. Das macht den Butter wieder weg. 200 Gramm Mehl. Vom Kastanienmehl braucht man immer ein bisschen mehr. Darum nehme ich da jetzt einfach mal ein bisschen mehr. Nämlich fast 250. Und dann, weiß ich schon auswendig, Vanille. Auch so, dass halt langt. Jetzt machen wir den Apparat zu machen. Und ein Shepherd-Sitz. Achtung! Streusel ist nur ein bisschen bäbig, aber das wird schon werden. Die muss man jetzt extra machen. In der Schale, was auch immer. Und am besten kommen die in den Kühlschrank. So. Jetzt geht's weiter. Die Äpfel sind jetzt schon ein bisschen sauber. Die können wir jetzt schneiden. Da wir ja nicht so viel schaffen wollen, sondern lieber Zeit wollen zum Biegeln, muss man die Äpfel nicht schälen, sondern lediglich vorteilen. Das heißt, wenn man das clever macht, hat man da relativ schnell 2 Kilo beieinander. Kommt jetzt drauf an, für wen man den macht, den Kuchen. Wenn man mit dem Mann schon seit 30 Jahren verheiratet ist, macht es nichts, wenn man da ein paar Kerne drinnen lässt. Dann weiß der wenigstens, dass das Leben auch ein bisschen zu beißen ist. Wenn das jetzt aber so frisch und neu
Verliebte sind, dann sollte man es schon mit Liebe schneiden. So, jetzt gucken wir mal, ob das schon die 2 Pfund Äpfel sind. Hoppla. Wenn was runterfliegt, das kriegt der Hund. Ah, langt nicht ganz. So, jetzt haben wir genug Äpfel in der Apparatur, hoppla, drin. Und jetzt kommt der erste Geheimtipp für den Apfelkuchen, à la Hildegard Brüschle. Ihr müsst den so lang gläu machen, bis der völlig unkenntlich ist. Also keine Äpfel mehr sichtbar. Und zwar, Deckel drauf. Einschalten. Muss man fast so ein bisschen rudeln, damit es ein wenig kleiner wird. Und dann, wenn es ein wenig kleiner ist, dann dreht man auf Vollgas. Das ist ja schon nichts Einfaches. Also eine schwäbische Hausfrau, die kein Hefedeug machen kann, das ist natürlich schon echt ein Argument, dass man die eh unbedingt heiraten muss. Deswegen ist es total wichtig, dass man gute Hefedeug machen kann. Die Problematik beim Hefedeug ist, der muss natürlich recht lang gehen und braucht einfach auch seine Ruhe. Und wenn man da aber Geduld hat, dann hat man einen super Hefeteig am Schluss. Mit so einem Hefeteig muss man auch echt vorsichtig umgehen. Damit dem nichts passiert. Weil der ist ja schon auch echt ein bisschen empfindlich. Den muss man auch liebevoll einpassen. Damit da später nichts passiert. So, wenn wir dann unseren Hefeteig in der Form haben, kann man die Äpfel drauf leeren. Dann holt man die Streusel wieder aus dem Kühlschrank. Gibt ja Leute, die dann am liebsten bloß Streusel essen. Aber da muss man halt dann später beim Verdäulen ein bisschen deutlich werden. Weil die Äpfel schmecken ja auch. Oh, ist das eine Freude. Ich habe schon ein bisschen Hunger. Obwohl ich vorher extra noch Leberkäse weggegessen habe. Hoppla. Ja.
Und jetzt kommt dein Ufer. Minuten bei 180 Grad. Fertig. Oh, die Streusel sind auch so schon echt lecker. So, jetzt ist er fertig, der Apfelkuchen. Aua. Ist schon ziemlich heiß und am besten schmeckt er natürlich mit ein bisschen Sahne. Der Hefeteig ist super aufgegangen. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit. Und ich habe leider kein Zeit mehr. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Eure Hildegard.